Willkommen zurück zu 7 Days to Die 1.0 Experimental. Es ist gleich morgen. Ich habe die ganze Nacht so ein bisschen gekocht. Jetzt habe ich ja endlich genug Wasser und hier sind komische Geräusche und Zombies. Was ist hier los? Oh, da hängt ein Tier. Das trifft sich ja super. Weil ich habe nämlich noch nichts zu essen, nicht genug zu essen. So, jetzt kommen gleich die Zombies. Sehr gut, das fängt ja prima an heute. Die Probleme werden langsam ein bisschen überschaubarer. Ich habe genug zu trinken, weil Kochtopf. Einen habe ich gekauft. Prompt habe ich dann natürlich einen gefunden. Das sind lieber zwei als gar keinen. Und ich habe die Hälfte der ersten Questreihe absolviert. Also ich habe... hier ist das. Hier. Ich habe 5 von 10 für Tier 1 gemacht. Und habe eine hier noch auf Halbmast hängen. Jetzt gucke ich aber erstmal, was ist denn hier los? Ey! Da habe ich dir extra die Tür aufgemacht. Ah. So. Dass hier mal Ruhe ist. Dann mache ich die Tür wieder zu und bringe mein Essen nach oben. Ich bin begeistert. Das hat sich ja wirklich super gefügt. Gerade hatte ich mir vorgenommen, ich muss unbedingt noch ein Tier finden, damit ich was kochen kann. Weil ich habe nämlich Eier. Ach, aber ich kann noch gar nicht kochen. Hier, ich habe nämlich Maisbrot gemacht, aber Bacon and Eggs kann ich noch gar nicht. Gut, dann mache ich ein Charred Meat, weil ich glaube, das brauche ich noch für irgendeine Challenge. Ich glaube, es ist nur eins. Guck mal. So, ich habe Tee gemacht, dann habe ich ein bisschen davon. Dafür habe ich jetzt ein bisschen Lederknochen. Eva, das hat richtig Fleisch gegeben. Das ist super. Ja. Ist nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Und einmal Bacon and Eggs habe ich auch noch. Das habe ich irgendwie von der letzten Quest. So, Tag 5. Genau, ich lasse das hier mal 6, 7. Ja, da muss noch ein bisschen Holz dazu. Lass das mal brutzeln. Und bin nicht... Ich bin etwas hungrig. Und ich bin auch ein bisschen durstig. Und das hat sich ja echt ganz mies auf Stamina niedergeschlagen, wenn dem so ist. Ich habe die Shotgun jetzt mal aussortiert, damit ich nicht allzu viele Waffen mit mir rumschleppen muss. Das finde ich ganz in Ordnung so. Ich glaube auch eigentlich, die Pipe Machine Gun reicht. Ich habe 23 Kugeln Munition. Das sollte auch reichen. Und meine nächste Quest, das ist was? Eine Tier 1 Fetch. Das mache ich mal noch schnell. Und dann überlege ich tatsächlich, ob ich in was Hübscheres umziehe. Ist ja hier nicht so doll. Soll ja auch gut aussehen. Okay, ich muss... Wo muss ich denn hin? Da, diese Richtung. So ein Fahrrad wäre natürlich schon cool. Aber ich flitz mal. Und da bin ich auch schon. Mit genügend Ausdauer ist das alles kein Stress. Ich hatte sogar noch genug Puste, um ein bisschen Holz zu hacken. Alistairs Cabin. Dann schauen wir doch mal, was das ist. Fetch. Ich glaube, es geht hier unten los, aber ich fange eigentlich immer ganz gern an. Ich gucke da mal rein. Und überlegt, ob ich ein bisschen mehr Punkte... Ah, ich habe auch noch einen Punkt, fällt mir ein. In Schleichen stecke. Dann könnte ich solche Quests vielleicht sehr viel schneller und überwiegend mit dem Bogen machen. Muss mal gucken, ob das so funktioniert. Aber noch bin ich dafür eh viel zu laut. Und zu schlecht mit dem Bogen. Oh! Halt! Oh Mann! Ich hätte hinter die Tür gucken sollen. Ja. Dann eben so. Oh, vielleicht bin ich doch gar nicht so schlecht mit dem Bogen. Das nehme ich mit. Ach, ich nehme erstmal alles mit und packe dann nachher um. Ganz schön finster. Oh,
Oh. Okay. Wie der Pfeil komplett durch ihren Kopf durchgeht, das ist so großartig. Schade, ich hatte gehofft, in der Werkbank wäre vielleicht noch so ein Forgerhead-Magazin. Aber nix da. Ich nehme schon ganz automatisch alle Reifen mit. Man weiß ja nie, wo man Plastik braucht. Hier ist doch auch was. Holy Backpack. Wo ist denn... Ah, ein Repair-Kit und einmal Wasser. Mein Päckchen ist eins weiter oben. Aber hier ist doch bestimmt noch was geboten. Ja, bestimmt sitzt da hinten noch wer. Nee. Leider nicht sehen. Nee, nix. Okay, da geht, habe ich gleich. Oh, hier sitzt doch auch schon wieder was schief. Okay, dann lasse ich mal das da mit die zwei mit. Das bleibt auch erstmal da. So. Dieses hier so. Oh. Das ist zu bequem mit der Tür. Oh, so funktioniert es aber nicht. Oh. Du müsstest mal mit dem Bogen nur ein bisschen gelassener sein. Ach, mehr Pfeile haben. Ja. Der hält ein bisschen was aus. Aber auch nicht mehr. Das geht. Hm. Okay. Einmal Munition zum Mitnehmen. Eisenpfeile. Den kann ich verscherbeln. Das wird ein Platzproblem werden, wie immer. Aber ich habe ein paar Sachen, die muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Blei und sowas. Und da steckt ein Pfeil von mir. So, wie wär's? Vitamine ist okay. Und noch was? Nee. Ist insgesamt ein bisschen finster hier. Aber gut, ich lasse das mal hier. Dann muss ich zumindest nicht überladen nach oben. Außer natürlich, ich finde noch Sachen. Oder doch. So, mal gucken. Oben gibt es eine Küche bestimmt. Vielleicht gibt es da was zu essen. Bin ziemlich laut, wenn ich mir das so anschaue. Okay. Sehr gut. Oh. Schon wieder irgendwas versteckt. Gut, Steine sind immer gut. Ich glaube, ich habe ziemlich viel von meinen Steinen irgendwo gefunden. Okay. Da ist auch noch was, aber ich gehe erstmal gucken, wo die Zombies sind. Weiter oben offensichtlich. Ah, oder da. Das läuft super. Ich bin erstmal in der Küche. Oh ja. Vielleicht wird das jetzt mit dem Kochen endlich besser. Aber da ist jetzt kein Rezept freigeschaltet worden. Dafür habe ich Medical schon ganz viel gefunden. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich da einen Punkt reingesteckt habe in Food. Ne, das sind die Dinger. Ich meine Masterchef. Ja, habe ich einen Punkt drin. Hm. Okay. Ja, Essen kann ich nicht da lassen. Und noch eins. Bacon and Eggs und Kaffee. Was will ich mehr? Und noch was zu trinken und was zu essen. Ich glaube, das esse ich mal weg.
Dann muss ich eventuell noch was trinken. Nee, geht. Könnte das auch mal essen. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Und ich trinke noch mal eins. Okay, habe ich hier alles geleert? Ich glaube, ja. Den Kühlschrank. Ah, Gammli. Toast. Noch schöne Bücher. Jawoll. Big Hitters für einen besseren Knüppel. Und was gibt's hier noch? Sniper Volume 6. Craft Armor Piercing 762er. Okay, das mache ich meistens eh nicht. Und Lucky Looter, mehr Blei im Loot. Vielleicht hätte ich das oben nicht aus der Tasche tun sollen, wenn ich jetzt dauernd was davon finde. Dann fehlt noch ein Stockwerk. Da hinten sehe ich einen. Und hier. Ich treffe ihn. Und der zweite hüpft gleich runter. Ich bin noch überladen, wie unklug das war. Viel besser mit dem Bogen. Wo ist der zweite jetzt hin? Ist der runtergefallen? Was passiert? Naja, wird schon hochkommen. Glaube, er ist irgendwie abgestürzt und hat sich verlaufen. Naja. Dann loot ich halt derweil. Oh Gott. Ach. Dann vielleicht auch nicht so smart, aber das hier esse ich mal. Das will ich, glaube ich, eh nicht behalten. Und das kann in irgendwas rein. Vielleicht in den Knüppel. Zum Beispiel. Und hier ist noch so ein Slot. Okay. Das brauche ich auch nicht. So, was muss ich noch machen? Find White River Supplies. Hier ist das. Oh. Armor Parts. Das brauche ich, um mir die schicken neuen Klamotten zu craften. Aber ich finde irgendwie ein so ein Ding nach dem anderen. Okay, mehr da draußen. Ich würde den hier mal wegmachen, wenn ich wüsste, wo er ist. Wo ist er denn abgeblieben? Was ist passiert? Ah, es ist einer von draußen, oder? So, jetzt ist hier Ruhe. Kann ich in Ruhe weiter mein Dingkistchen suchen, bevor ich es vergesse? Also. Das ist doch so Geierrevier, wenn es blöd läuft. Ups. Nee, hier schon mal nicht. Also irgendwie eher da in der Wand. Es scheint nicht oben zu sein. Hier denn noch irgendwas? Ah, sehr gut. Jawohl. Dann nix wie zurück. Man könnte hier jetzt noch fröhlich Sachen zerlegen, aber ich glaube, halt, hier ist noch was. Da muss ich noch kurz gucken. Nochmal Leder. Und ach ja. Die lasse ich alle mal da. Das lasse ich auch da. Dafür nehme ich das Sofa mit, weil Stoff. Fällt da überhaupt Stoff raus? Ich werde es gleich wissen. Ja. Aber nicht viel, das lohnt sich nicht so richtig. Gut, dann nix wie zurück. Komme ich hier raus? Und hier gibt es auch noch Sachen zu looten.
Ganz hübsch hier eigentlich. So, wo ist mein Zuhause? Ich muss dann zu Trader diese Richtung. Ja, dann flitze ich mal zurück. Nicht einer dieser Baumstümpfe unterwegs hat Honig abgeworfen. Ich habe es wirklich öfter versucht. Und es hat auch noch angefangen zu regnen. Aber ich bin hier in dem Mülleimer von meinem Zuhause, habe ich ein paar Sachen abgeworfen, damit ich schneller rennen kann. You better buy something, or you can get your smelly ass off my property. Molotow-Cocktails. Verlockend ist natürlich Herbal Antibiotics, vor allem weil ich keinen Honig mehr habe. Aber Crafting Skill Magazine Bundle lockt mich fast noch mehr. Ach, wird schon gut gehen. So, dann will ich von dir erstmal Flash some gucken. cash or get lost. So, lass mal sehen. Die hier habe ich im Auto noch mitgenommen. Nee, die habe ich im Auto mitgenommen. Die hier, Knuckles will ich, glaube ich, keine machen. Die verkaufe ich dir mal. So, die behalte ich mal. Hier, Rocket Launcher Parts. Die will ich auch verkaufen. Den Stuhl verkaufe ich. Und die zwei Lampen. So, das noch. Das habe ich auch im Auto geparkt gehabt. Und, ja, Forgerhead hast du nicht. Restock ist am Tag 7. Also noch ein bisschen hin. Tools Digest. Dann spare ich mein Geld mal. Und Don't let the door hit you on your way out. nehme den nächsten Job einfach gleich mit. Irgendwas, was nicht so weit ist. Hier, 497. Es ist trotzdem alles verdammt weit zum Laufen, muss man sagen. Oh, look who's tired of eating The out of Jacob's dumpsters. Residence. It's a deal. Disappoint me. Na gut, gut. Jetzt lass mal sehen, was habe ich denn gekriegt? Zweimal Handgun Magazine. Zweimal Tools Digest. Oh, Pipe Pistol Quality 2. Das ist doch schon mal gut, habe ich aber schon. Und Stone Tools Quality 3. Sehr schön. Und das hier bringt mir erstmal noch nichts. Aber für eine Axt brauche ich Gras. Dann nehme ich unterwegs noch ein bisschen Gras mit. Damit ich mir gleich neue Werkzeuge machen kann. Und immer bestmöglich ausgerüstet bin. Keine Ahnung, wie viel ich dafür brauche. Ich kann eh nur eine Axt machen oder eine Schaufel vielleicht noch. Das sollte erstmal reichen. Und ich will aber trotzdem kurz nach Hause gehen und die Sachen abwerfen. Vielleicht sollte ich einfach eine Kiste vors Haus stellen, wo ich das alles so reinwerfen kann. Damit ich. Moment, ich muss hier rüber. So gut, so weit ist es mit meiner Puste dann doch noch nicht her. Hier, da sind die ganzen Sachen drin. Ich werf das mal alles da rein. So, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, meine Getränke. Und natürlich die Munition. Recock. Lass ich mal da. Dafür brauche ich kein Plastik. So. Daraus mache ich mir neue Pfeile. Bin noch weit entfernt von Eisenpfeilen. Die Eier kommen hier rein. Und dann mache ich mir eine Stone Axe und eine Schaufel. Und hoffe, dass sie besser ist als die letzte. So, dann kann das auch hier bleiben. Habe ich denn sonst noch Wasser zum Ab? Kochen. Das ist noch Essen. Also, die hat 7,2, die hat 6,6. Sehr gut. Die Schaufel ist auch besser. Und ich glaube, einen Knüppel kann ich noch keinen besseren machen. Ne, da bin ich noch bei der 2. Ja, jetzt könnte ich entweder
Ne, ich mache einfach noch die zweite Quest. Ich schau mal, dass ich ein bisschen mit den Quests vorankomme. Das mache ich auch später. Okay, Regengeräusch, aber die Sonne scheint. Genau, damit ich wenigstens zwei Quests gemacht habe heute. Und vielleicht, ja, da wird wahrscheinlich keine Zeit mehr übrig bleiben. So, ich laufe einfach hier auf der Straße. Einer Zombie zwischendurch. Das wäre es. The Jacobs Residence. Das sieht tatsächlich... Das ist ein hübsches Haus. Aber ganz schön groß. Und hier vorne ein bisschen angeschlagen. Ich habe gerade mal den Briefkasten unterwegs schon mal mitgenommen. Und habe noch ein Rezeptbuch gefunden. Pumpkin Bread und Blueberry Pie. Fantastisch. Eines Tages gibt es Blaubeerkuchen. Tier 1 clear. So. Dann gehe ich doch einfach mal hier rein. Was ist denn das hier für ein vollgestellter Raum? Schnapshaufen in der Ecke. Ich sehe keine Zombies. Noch nicht jedenfalls. Sand, na toll. Richtig wertvolles Loot hier. Ja. Okay, dann vielleicht einfach für Plastik. Moment, was war hier noch? Der? Okay, geht's jetzt hier irgendwie nach oben? Nee, da geht's nicht weiter. Aber da ist noch was so. Ich glaube, Sand und Blei werde ich wieder wegpacken. Ah, Moment, da oben könnte schon noch was sein. Kann ich denn da irgendwie... Nee, kann ich so nicht gucken. Dann gehe ich doch mal den vorgesehenen Weg weiter. Sehr schön. Kaffeemaschine erreicht. Oh, und es war richtiger Kaffee drin. Fantastisch. Oh, hier ist ein Loch in der Decke, sehe ich gerade. Ah. Da sitzt, glaube ich, noch was in der Ecke, oder? Nee, das ist ein paar Schuhe. Erstmal die Küche looten. Es gibt unfassbar viel, was ist das? Cornmehl. Ich habe schon so viel gefunden. Zu essen. Bin gar nicht mehr so hungrig, stelle ich gerade fest. Da. Und Level up. Level 8, sehr schön. Die sind nicht zum Looten. Aber ich habe jemand aufgeweckt. Roter Punkt geradeaus. Hebel. Zwei. Einer links, einer rechts. Hier rein. So, dann kann ich zwischendurch noch was lesen. Weapon Flashlight Mod. Gerne. Und jawohl, Bowhunters. Das ist mir egal, lese ich einfach weg. Vielleicht kann ich ja Sledgehammer machen und verkaufen. Da sind keine Zombies. Wenn ich doch nur schon eine Stirnlampe hätte.
Oh, noch mehr von diesen Armor Parts. Wie viele Zombies klopfen denn? Oh, nochmal. Voll gut. Da fällt leider auch kein. Doch, da fällt ein bisschen Licht rein. Sehr gut. Meine Hoffnung. So, nehmen wir ein bisschen was. So, ein Schalter weiter links. Da hinten war noch eine Tür. Bin mir gerade gar nicht sicher. Es gibt kein Licht, was mir sagt, wo ich hin muss. Hier kann ich schon mal aufmachen. Da geht es aber raus. War vielleicht gar nicht so smart. Okay, dann kann ich da mal gucken. Da ist zu. Da halt falsch. Hier bin ich vermutlich reingekommen, oder? Ich mach mal. Ach so. Ja, hier war ich auf jeden Fall schon. Sehr gut. Ich glaube, also medizinisch hier, Fort Bites kann ich schon machen. Alles Mögliche. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Da hinten war noch eine Tür. Okay, das ist auch eine Sackgasse. Dann irgendwie nach oben. Hier ging es die Treppe nach oben. Ja, das scheint mir richtig. Oh. Oh. Wo ist hier was? Irgendwo ist doch hier, schlappt doch hier ein Zombie rum. Ah. Du bist quasi runtergefallen und kommst drin hin. Das ist nicht so gut. So, erledigt. Erledigt. Aber ich. Ich bin noch nicht fertig und ich muss vermutlich nach da drüben. Ah, da ist der Zombie schon durchgebrochen. Okay. Nicht so langsam schleichen, sonst schlecht aus. Endlich wird's heller. Und das war der letzte. Sehr schön, sehr schön. Dir noch ein Handtäschchen. Geld, Geld, Geld. Ich glaube, so richtig viel rumsuchen brauche ich auch gar nicht. Oh. Was richtig Gutes zu essen und ein Athletic Outfit. Das muss ich mir gleich in Ruhe angucken. Nicht, dass ich jetzt gleich nicht mehr vom Fleck komme. Die nehme ich noch mit und dann war es das, glaube ich, auch. Sah nicht danach aus, als müsste ich noch viel looten. Sehr schön. Und Vehicles. Und ich habe die Taschen voll. Komme ich jetzt hier vielleicht schnell nach unten? Hier war ich auch noch nicht. Lockpicks. Sehr schön. Lohnt sich dann doch am Ende immer noch mal ein bisschen rumzugucken. Aber vermutlich hätte es einen offiziellen Weg gegeben, den ich irgendwie nicht gefunden habe. Und das ist das Stück, was ich vorher gesehen habe. Genau, da ist natürlich gar nichts. Dann, so. Da bin ich reingegangen. Schau mal, ob ich irgendwas Unnützes dabei habe. Ich weiß nicht, viel Rotting Flesh. Ich brauche sie im Prinzip für. Ah, hier, ich habe Sand, aber den brauche ich nur wirklich so schnell gar nicht. Oh, da ist nochmal ein Armored Up.
Improves Armor Crafting Skill. Das erklärt, warum ich so viele Teile finde inzwischen, glaube ich. So, dann lasse ich den Sand da und das kann noch mal irgendwo vielleicht in die Schaufel. Ja. Die Suppe, die esse ich mal. Athletic Outfit. Wunderbar. Light Armor. Ich muss mal gucken, ob ich dafür irgendwas perken kann, damit das nicht so reinhaut. Schaue ich mir an. Aber ich kann locker noch die Quest zurückgeben. Das ist super. Und sogar das ein oder andere noch einpacken. Nichts wie zurück zum Händler. Ah, ich bin da, aber ich bin völlig außer Puste. Und ein Zombie wartet schon auf mich. Und dahin ist gleich noch einer. Tatsächlich mit dem Bogen einfacher. Ach nee. Noch mal ein bisschen ernsthaft stoppen. So, was ist mit dir? Ja, ich merke das, dass ich nicht so viele Punkte in Pummelschied habe und schon ein bisschen mehr in den Bogen investiert habe. Naja. Okay, fucker. You well, look here, so unfreundlich. Boys. We got ourselves a real life hero. And now he wants to be paid. Okay, was will ich? Will ich Explosives Magazin? Mir eigentlich nicht so wichtig. Glaube ich, würde eher Shotgun Shells nehmen. Insulated Liner muss man. Ich nehme das hier. So, dann geben wir gleich nochmal was. Das ist jetzt alles so wahnsinnig weit weg. Bin ja doch recht schlecht zu Fuß. Listen up, Jackass. You better not fuck this up. Da gibt's nur noch Boden. Goddamn. What the hell do you want this time? Hab ich was? Ich habe eins in einem Briefkasten gefunden, das kenne ich schon. Das will ich verkaufen. Hier habe ich noch altes Geld. Hatte ich nicht noch so einen Bürostuhl dabei? Nee, den habe ich vorher verkauft. Okay, mehr ist es tatsächlich nicht. Ich habe 1500. Da könnte ich doch noch das ein oder andere Magazinchen kaufen. Was habe ich denn hier? Vielleicht Tools Digest. Oder hier. Dann gibt es vielleicht irgendwann. Ich nehme mal eins von dem. Und eins von dem. Jetzt habe ich noch 900. Die spare ich mir mal. Ich will nicht alles gleich so kaufen. So. All that gawking at goods and that's all you buy. Und die lese ich natürlich auch gleich. Harvesting Stone Tools Quality 4. Sehr schön. Und da ist das andere. Okay, da muss ich nachher in Ruhe in der Nacht mal drauf gucken, was ich denn jetzt so hab und kann. Mir neue Werkzeuge craften. Und ich glaube, zumindest vor der nächsten Horde werde ich nicht mehr umziehen. Ich muss mir am nächsten Tag mal grob überlegen, was ich denn eigentlich zur Horde mache. So, und hier habe ich das ganze andere Geraffel. Ne, das habe ich schon mitgenommen. Sehr gut. Gut, das war doch relativ erfolgreich. Ich kippe das mal hier ab. Sortieren tue ich das gleich noch in der Nacht. Ich kann hier auch noch ein bisschen gucken. Da muss ich, ist es Zeit, mal das Wasser rauszunehmen. Ich bin wirklich gut mit Wasser versorgt. 8 Wasser pro Tag. Ordentlich Ausbeute, plus das, was ich finde. Kann man nicht meckern. Und da ist noch was. Und einen Kaffee lasse ich da. Gut, dann sortiere ich das mal weg. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen gucken, solange der Tag noch anhält. Noch ein bisschen überlegen. Ah, wir könnten noch kurz schauen, was es denn mit den Quests auf sich hat. Hier, ich habe zwei Tiere insgesamt. Und ich habe hier Harvest Animals, also habe ich auch noch zweimal gejagt und zweimal zerlegt. Dann habe ich hier dem Händler was abgekauft. Und wie sieht es hier aus? Da ist noch nichts. Ich habe aber auch noch Punkte zu vergeben. Da ist es an der Zeit, was damit zu machen.
Ich denke, ich sollte einen Punkt opfern für meiner 69er. Damit das alles ein bisschen schneller geht. Ja, ich glaube, meiner 69er nehme ich ein. Jetzt habe ich noch einen übrig. Den würde ich vielleicht gerne in Archery stecken. So. Gut, dann war es das auch schon wieder mit den Punkten. Aber ich bin schon wieder gut dabei. Ich denke, da kann ich vielleicht noch den einen oder anderen Punkt schaffen vor der Horde. Ja, das soll jetzt aber erstmal reichen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.